Während sich die Münchner mit der großen Politik beschäftigen, bleibt das Hohenthanner Starkbierfest bei den kommunalen Wurzeln. Denn auch die Lokalpatrioten bieten eine wunderbare Angriffsfläche für die Fastenredner. So beschäftigt sich Bruder Sixtus auch nicht mit Ministern, sondern mit den Bürgermeistern, den Vertretern im Land- und Bundestag und natürlich dem Hohenthanner Landrat. Ja, sogar der Pfarrer Subali hat sich aus Indien gemeldet, dass über unseren Landrat in der indischen Zeitung, hab's geschrieben, in der indischen Zeitung war ein Riesenbericht, auf Seite 27, wir haben's geschrieben, die Zeitung, in der kleine Herr im Trachtenjanker. Das ist eine Frechheit. Der kleine Herr im Trachtenjanker, also so klar ist der Peter jetzt auch wieder nicht. Du stell mal einen Peter neben einen 7-Jährigen hin. Da denkt sich der Bub bestimmt, wenn ich mal so groß bin wie der Herr Landrat, dann gehe ich schon in die 4. Klasse. Aber nicht nur der Landrat musste einiges einstecken. Auch die Landtagsabgeordnete Ruth Müller und Bundestagsabgeordneter Florian Ossner bekamen ihr Fett weg. Sie, Frau Müller, jetzt einmal ganz ehrlich, ich empfinde es schon als Ehre für Sie, dass Sie heute da sein dürfen. Andere kommen bloß, wenn eine Wahl ansteht, aber Sie kommen irgendwie immer und überall hin. Das finde ich toll. Das darf man ohne einer bloß machen. Wahrscheinlich dasselbe, wie wenn Sie nicht da waren. Ja, und du, lieber Florian, kannst dich immer so furchtbar aufregen. Du hast geschimpft, weil der Bus aus Landshut in Berlin rum war. Was hast du geschimpft? Keiner hat den Dreier eingeladen, nach Berlin zu kommen. So, und jetzt frage ich dich. Hab ich mir an meinem Geburtstag aufgeregt, weil du gekommen bist, ohne dass du eingeladen warst. Und einmal in Fahrt war niemand mehr sicher vor dem bissigen Bruder. Auch die Vertreter von ISA TV mussten sich auf dem Starkbierfest wappnen. Fürs ISA TV begrüßen wir den Uwe Beusen. Er ist zwar ein Preis, aber sonst ganz okay. Heutzutage kann sich ein Fernsehsender nicht mehr aussehen, wenn sie ansteigen. Einmal kriegen sie einen Syrer, einmal kriegen sie einen Afghanen. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann kriegen sie halt auch einmal einen Preis. Trotz des einen oder anderen Seitenhiebs zeigten sich die Gäste durchweg zufrieden mit der Rede in diesem Jahr. Ich denke, es war im Rahmen. Wir sind ja in der Starkbierzeit und da muss man auch was vertragen und es ist ganz gut so. Das ist einfach, ich hatte einfach dazu, man erwartet das auch und er macht das hervorragend. Der Rudi, ich sage, das ist einfach ein Urgestein und schön zum Zuhören, das Ganze. Für mich persönlich habe ich es jetzt eigentlich auch als schmeichelhaft empfunden, dass er das angemerkt hat, dass ich eben nicht nur unterwegs bin, wenn Wahlen sind, sondern einfach auch unterm Jahr präsent sind. Die ausführliche Starkbierrede von Bruder Sixtus sehen Sie dann am Freitag in unserer Kultursendung.